So, mein Freund, Alter, hier, runter mit dir. Sehr schön. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Oh, shit, Wo shit, shit. bist du? Wir sind ja immer noch Wachen. Okay, wir sind dran vorbei. Also gut, wo bist du? Diese Dicken kann man übrigens auch bestehlen. So ist das nicht. Und da ist der nächste Informant. Hallo, mein Freund, was hast du für mich? Friede sei mit euch, Alter, hier. Und mit Wir deinem leben in Geiste. schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Okay, dann machen wir das. Zwei Leute müssen wir eliminieren. Das machen wir natürlich geheim mit unserer geheimen Klinge. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich sie finde. Hier geht's nirgendwo hin. Ich glaube, ich laufe wunderbar drumherum. Geht das Ganze auf Zeit? Es sieht nicht so aus. Sind die hier drin irgendwo? Oh ja. Nein, das wollte ich nicht. Aber hier sehe ich noch keinen. Ruhe! Lasst mich doch in Ruhe. Da steht einer und da ist der andere. Okay, sie direkt nebeneinander umzubringen, wäre, glaube ich, keine so großartige Idee. Der steht aber ganz günstig hier. Tschüss. Und dann laufen wir mal direkt hinter dem anderen hinterher. Wachen, wachen. Okay, das wäre dumm. Gute Frau, lass mich einfach in Ruhe. Okay, die andere Wache dreht sich hoffentlich nicht um und tschüss. Das war's. Der liegt zwar jetzt hier mitten auf dem Weg, aber keiner weiß, wer es gewesen ist. Zack, alle sind sie tot. So, mein Freund, du bist wieder unsichtbar. Altair, ihr konntet die, die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Altair. Das glaub mir mal, mein Freund, das glaub mir mal. Sehr schön. Dann, irgendwie war hier doch gerade, kann ich das vergrößern? Kann ich doch, oder? Geht das auch einfacher als mit dem Mausrad? Zack, zack, zack. Irgendwo hier ist doch so eine Büro. Nein, nein, nein. Wo bin ich denn? Da hinten. Ja, pass auf. Dann holen wir uns tatsächlich hier diese Bürgerin und den Aussichtsturm. Guter Plan. Guter Plan. Habe ich genügend Wurfmesser? Ich weiß es nicht. Oh, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Da seid ihr. Lasst doch die alte Frau in Ruhe. Was soll denn das? Ihr seid doch echte Halunken. Oh, noch eine Wache. Sehr schön. Ja, ich helfe dir. Tschüss. So, dann kommt mal her. Hätt's wohl gerne. Findest du? Ich hab gesehen, wie gut er auf deiner Seite ist, so. Das war's. Ja, es geht langsam ein bisschen. Oh, okay. Komm her. Du willst es nicht anders? Dann musst du leider auch sterben. Boah, das ist nicht gerade alles sehr unauffällig. Ja, gern geschehen, alte Dame. Das ist sehr freundlich von dir. Da sind auch die Bürger und gut, auf zum nächsten Aussichtspunkt, würde ich mal so sagen. Oh, warte mal, das sind schon Talals Männer und die bewachen hier auch den Eingang schon. Okay, dann gehen wir hier entlang hoch. Ich komme zu dem Aussichtspunkt. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu Oh, benehmen. noch mehr von Talals Männern. Drehst du dich weg? Ja, tust du. Dann ist es um dich geschehen. Wegdrehen giltet gar nicht. Aber
Wir sind hier schon ganz in der Nähe von Talal. Weil die Wachen sehen hier ja ganz anders aus. Die haben nicht diese rote Farben oder was weiß ich. Oder gar die Farben der Templer, also das ist, der Kreuzritter. Na? Es ist schon alles anders. Also ich werde in dieser Session auf jeden Fall so lange spielen, bis Talal tot ist. Ganz klar. Rette ich die Bürger da hinten noch? Komm, ich hole mir den nächsten Aussichtspunkt, weil hier ist ja sonst... Der steht da hinten in der Ecke. Obwohl, wenn das hier das Viertel von Talal ist, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, den Bürger zu retten. Ich guck mal, ob ich da überhaupt hinkomme. Hier komme ich jedenfalls nicht durch. Hier ist eine Leiter. Hoch da, Alter, hier. Da ist ein Bogenschütze von Talal. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Ruhig, mein Freund. Da komme ich auch nicht rüber. Da hinten ist noch so ein Stümper voll Talal. Aber ich bin quasi drin in dem Viertel, ne? Ich bin an den Wachen auf jeden Fall vorbeigekommen. Entschuldigung, ich wollte euch alle nicht erschrecken. Dachte ich. Warte mal. Könnt ihr mich reinführen? Könnt ihr mich da reinführen, sodass ich den Bürger auch noch retten kann? Ich dachte, die wollen nicht mehr weiterlaufen. Heieieiei. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe auch, dass ich tatsächlich hier rein muss. So, ich bin drin. Danke für das Mitnehmen. Guck, die sehen mich zwar hier. Lass das. Boah, ihr blöden, verrückten Kerle. Sag mal. Da hinten. Oh, lass das. Na, ah, das ist nur... Ja gut, aber die würden den festhalten und so, ne? Hier, das halte ich für dich. Mein Freund, lass das. Tschüss. Boah, das sieht immer so brutal aus. Geht doch. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Die werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich, falls ich nachher hinter Talal herrennen muss oder so, weitere Wachen einfach aufgehalten werden. Der sieht mich gar nicht. Das ist so eine Blindschleiche. Das geht ja gar nicht. Das geht auf keine Kuhhaut hier. So, wo wollte ich jetzt hin? Upsa. Das war ein bisschen weit. Oh, Jerusalem-Fahne. Das ist auch schön. Gut, dann holen wir uns den Aussichtspunkt und dann ist das ja quasi in einer Linie bis da hinten hin. Das sieht doch gut aus. Könntest du auch einfach an die Leiter gehen? Das wäre total toll. TT, total toll. Ist der nächste Aussichtspunkt etwa diese Kirche? Es ist gut möglich, ne? Komme ich denn so einfach hier rauf? Kirchen zu erklimmen ist nicht immer einfach. Irgendwelche Wachen? Ich sehe niemanden. Ja, das ist der Aussichtspunkt. Sehr schön. Dann wäre das auch schon mal geschafft. So, jetzt dreh dich mal in die Stadt hinein, Alter hier. Naja, dann eben nicht. Dann machst du es so. Dann guckst du halt nach draußen. Jetzt frage ich mich nur, wo der Heuhaufen ist, in den ich hineinspringen kann.
Auf dieser Seite? Nein, da sehe ich keinen Heuhaufen. Da sehe ich einen Heuhaufen. Och, nein, bitte nicht, 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 nein. Oh. Ach, das ist so traurig. Warum ist er da runtergefallen? Warum? Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen. Ach, Himmel, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin immer noch an dieser Kirche. Das ist gut, wir befreien da direkt mal den Bürger. Wo ist der zu befreiende Bürger? Und dann haben wir da eine Mission, in der wir abhören können. Das ist gut. Mir interessiert es, was mit ihm geschieht. Verstehst du? Mich interessiert es unheimlich. Oh, der war hart. Der war hart. Oh. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Alles klar, mein Freund. Vielen Dank dafür. Ah, und da kommen sie schon, meine Eskorte. Weil ich glaube, dass dieses Befragen in dieser Kirche ist. Und da stehen Wachen davor, ne? Die würden mich wahrscheinlich nicht hineinlassen. Ja gut, Entschuldigung. Entschuldigung. War keine Absicht. War absolut keine Absicht von mir. Ich wollte nur zu diesen komischen Mönchen oder Gelehrten, nennt man sie ja hier. Gelehrte, nicht Mönche, ne? Also, und von daher, alles gut. Alles ist gut. Feine Sache dies. Das klappt doch wieder wunderbar. Oder auch nicht. Lass mich mal ganz schnell hier vorne auf die Bank und dann belauschen wir die mal. Es ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr saht nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Oh oh. Talal ist also ein Meisterschütze. Gut zu wissen. So, wo ist meine Eskorte? Meine Eskorte ist weg. Das kann es doch nicht sein. Meine Eskorte kann doch nicht weg sein. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Schaffe ich es, an denen einfach so in Form von eines Mönchen herauszukommen? Oder gibt es hier irgendwo ein offenes Fenster? Sehe keins. Ich versuche mein Glück. Ich versuche mein Glück. Oh, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Ich muss mal eben hier weg. Wieso lebt der Kerl wieder? Jetzt hätte ich gerne einen Heuhaufen oder Menschen, bei denen ich mich verstecken kann. Gibt es nicht. Okay, dann ab auf die Dächer. Da ist ein... Oh! Okay, zack. Oh, nein, nein, nein. Da haben sie mich wieder entdeckt. Lauf, Alter, hier. Nee. Nein, doch. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Leute, lasst mich einfach in Ruhe, sonst seid ihr gleich mausetot. Oh, okay, dann kämpfen wir. Tschüss, mein Freund. Ihr habt's nicht anders gewollt. So leid es mir tut, ich hätte euch in Ruhe gelassen. Oh, das werden ja immer mehr. Ach du Schande. Okay. Der eine lässt ab nee, der lässt nicht ab. Ich dachte, der würde jetzt ablassen. Nein, tut er natürlich nicht. So, du bist erstmal da unten. Oh, er kommt wieder rauf. Oder auch nicht. Na los, komm schon. Greif an, mein Freund. So ist brav. So ist brav. Bist du jetzt endlich mal tot? Ja. Puh. Okay. Okay, das war's mit euch allen.
Hier ist der Aussichtspunkt, den ich synchronisieren wollte. Eigentlich recht unschuldig, muss ich gestehen. Aber es war mir nicht vergönnt. Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen paddelig angestellt, glaube ich. Ich hätte irgendwie viel schneller reagieren müssen. Ja, schnell synchronisieren, schnell runterspringen. Sonst muss ich hier noch mehr Menschen umbringen. Und das ist nicht mein Ziel. Eigentlich nicht. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Spring runter, Alter, hier. gibt es jetzt hier tatsächlich noch irgendetwas, was ich machen kann? Außer diesem Bürger, ja komm, wenn wir schon auf dem Weg zu dem nächsten Aussichtsturm sind, können wir diesen Bürger noch mitnehmen. Das war blöd gelaufen, würde ich mal so sagen. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Bleib locker, mein Freund. Wo ist sie? Die Bürgerin oder der Bürger? Oder der Gelehrte? Stirb, da ist er ja. Mann, lass das. Ah, dann greif doch an, du kleiner Sack. Oh, was denn? Geht doch. Ja. Ich muss nur leider hier weg. Das ist zu freundlich von dir. Und jetzt noch den letzten Aussichtspunkt und gucken, ob wir dadurch noch weitere Informationen sammeln können. Wenn nicht, dann zurück zum sag schnell zum... Oh, hier ist der. Da stehen aber Wachen davor. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Darf ich hier einfach raufklettern? Es stört euch nicht, ne? Das ist so schön. Also, das ist ganz toll. Ganz toll. Stört die gar nicht. Da stehen Wachen davor und das stört die gar nicht, dass ich hier hochlaufe. Ist wunderbar. Ah, da bin ich auch direkt an der richtigen Stelle. Warte, wir warten, bis der weggegangen ist. Dann müssen wir auch den nicht umbringen. Der macht ja nur seine Arbeit hier, ne? Nur seine Arbeit, der arme Kerl. Guck. Ja, darfst du weiterarbeiten, du. Kriegst du keine Ruhepause der Ewigkeit. Und hopp. Und hopp. Alter, hier. Hopp. Sehr schön. Ist hier denn noch irgendwas? Ja, da, das Büro. Sonst habe ich hier nichts mehr auf der Karte. Eieiei, dann ist es bald soweit. Wir töten bald Talal. Okay, lauf ein bisschen schneller, mein Freund, Alter, hier. In diese Richtung? Warum setzt du dich dahin? Das war nicht meine Absicht. Hallo? Was hat er denn mit den Bänken? Ach, klasse, zu gut. Jawohl. So, Malik, ich meine, es tut mir immer noch leid mit deinem Bruder und deinem Arm und so. Ich hoffe, du bist bald mal ein bisschen freundlicher zu mir. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Ist ja gut. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Oh, der ist aber anstrengend, der junge Mann. Danke für die Feder, mein Freund. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Boah, der ist wirklich wütend auf uns, ne? Ach ja. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich meine, ich wäre auch wütend auf mich. So, das heißt, Attentat auf Talal. Auf geht's.
Blatt, lass mich in Ruhe.